Pablo Baron. Ich arbeite für Codecentric, da steht es auch. Ich beschäftige mich mit Technologien, mit Leading-Edge-Technologien, mit ja, grob gefasst mit dem Bereich Big Data, was auch immer da jetzt darunter zu verstehen ist. Schreibe zusätzlich Bücher. Auch über das Thema wird jetzt im nächsten Buch erscheinen bei Hansa Verlag. Wie heißt das Buch? Das Buch wird heißen Big Data für IT-Entscheider. Und das ist im Vergleich zu meinem vorherigen Buch über Erlang OTP, ist es nicht mehr so arg technisch. Das ist vielmehr für die Entscheider eben dann, um bestimmte Kriterien anzubieten und zu zeigen, dass Big Data dann doch mehr als nur Hadoop ist, sondern was man alles mit NoSQL Data Stores machen kann und auch mit sonstigen Technologien drumherum, Suchtechnologien und so weiter. Also klingt spannend, muss noch geschrieben werden. Okay, das lässt sich in mehrere, das ganze Thema lässt sich in mehrere Perspektiven aufteilen. Das ist ja eigentlich das, was ich sagen will. Nämlich die klassischste Perspektive, die jetzt mehr so aus der Ecke BI kommt, weil man ja neues Business erzeugen möchte, lautet ja die Postfaktum-Analyse. Das heißt, ich habe Daten und ich will sie analysieren. Es geht aber noch viel weiter. Das heißt, ich habe beispielsweise eine Perspektive, ich habe die Perspektive auf die Bereitstellung der Daten. Das heißt, ich muss ja unter Umständen diese Daten nicht nur analysieren, sondern ich muss sie an den Mann bringen. Das heißt, es kommen ganz besondere Technologien, ganz besondere Ansätze ins Spiel an der Stelle, dass ich jetzt irgendwie über die ganze Welt dann die Daten verstreuen muss und so schnell wie möglich mit Data Locality dann an den Mann bringen. Die nächste Perspektive lautet Speicherung. Es ist ja auch nicht ausreichend, die Daten zu analysieren, sondern die Vorstufe dazu lautet, ich brauche Mechanismen, um riesige Datenmengen adäquat skalierend zu speichern und auch noch billig genug. Das darf man auch nicht vergessen. Eine der weiteren Perspektiven ist die Realtime-Analyse. Wenn Datenströme reinkommen, ob das Videoströme sind, Informationsströme, egal was, dass ich innerhalb kürzester Zeit anhand von Kausalitäten und so weiter erkennen kann, was passiert jetzt um mich herum. Ob das jetzt die Überwachung einer Schlägerei am öffentlichen Platz ist oder ob das die Konkurrenzüberwachung ist hinsichtlich der Preise. Das spielt dabei keine Rolle. Es kommen riesige Datenmengen zusammen, die unter Umständen gar nicht gespeichert werden müssen, sondern wirklich in Echtzeit analysiert werden oder fast Echtzeit. Informatiker werden ja zwischen Hard Realtime und Soft Realtime unterscheiden. Ich glaube, wäre einfach zu viel jetzt für die Runde hier. Ja, ich bin mehr natürlich in dem Bereich Consulting, das heißt, man holt mich dann, wenn man entweder dann einen Startschuss benötigt und die Unterstützung dabei, oder wenn man mal Status Quo betrachtet und sagt, ja, was können wir jetzt in dem Bereich hier machen, welche Technologien können wir einsetzen, welche Toolchain könnte aufgebaut werden. Von daher ist es natürlich schwierig zu sagen, dass ich jetzt dann für 2 Jahre in irgendeinem Projekt vergraben bin, bin ich nicht. Ich darf mehr in die Breite gehen, darf hier mal was ausprobieren, dort mal was ausprobieren, hier mal bei dem Kunden schauen, dort und so weiter. Was ich jetzt feststelle ist, die Graphendatenbanken sind ganz gut im Kommen, ganz groß im Kommen. Und zum Beispiel Neo4j, das ist ein sehr guter Data Store, ist jenseits der Themen wie Skalierung bzw. Verteilung und so weiter, wenn man das jetzt außer Acht lässt, weil man jetzt bei Neo gearbeitet wird, ist es das Thema, wenn ich unglaublich komplexe Relationen habe in jetzt aktuellen Datenbanken, kann ich das mit Graphendatenbanken sehr komfortabel lösen und viel mehr aus meinen Daten gewinnen. Das finde ich richtig cool, das gefällt mir ganz gut. Und das nächste natürlich, wofür mein Herz stark schlägt, alles was aus der Erlang-Ecke kommt sowieso, Azure React, das ist meine geheime Liebe. Das wusste, ja, Couch auch, ja, aber wer schon mal in React reingeschnuppert hat, wird sagen, so Dynamo-Style für bestimmte Use Cases braucht man ja wahrscheinlich auch nicht wirklich viel mehr als das. Gut, ich bin natürlich mit diversen Leuten von dort befreundet und arbeite auch zusammen an Dingen. Deswegen für mich das coolste Projekt in dem ganzen Bereich ist mein eigenes, das nennt sich React Mongo. Was ich dort tue, ich baue einen Proxy auf dem React Data Store, der nach außen hier ein Mongo Wired Protocol spricht, sodass die Mongo Clients direkt zu React connecten, ohne zu wissen, dass React dahinter ist. Ohne größere Umstellung. Da gibt es noch viel zu tun, aber ich finde es cool. Das ist die Möglichkeit, die Wahl zu haben. Diesen Spruch hat ja der Jan Lehnhardt gebracht.
dafür bin ich ihm auch dankbar, weil ich ihn fast in jedem Talk verwende. Jan ist ja auch hier. Es ist die Möglichkeit zu sagen, ich muss jetzt nicht für super teure Lizenzen und wunderriesige Schränke an Hardware Geld ausgeben, sondern für bestimmte Bedürfnisse kann ich bestimmte Technologien herausnehmen und sie auch in Ketten setzen und verwenden für mich. Meistens sind es Open Source Produkte, selbst mit Dual Licenses sind sie immer noch konkurrenzfähig und wirklich deutlich konkurrenzfähig im Vergleich zu den Boliden wie IBM und Oracle und so weiter, die natürlich auch auf der einen Seite nicht schlafen und dann auch nachholen, aber auf der anderen Seite, ich kann heute wirklich für jeden Use Case, den ich in diesem Bereich habe, die passende Technologie oder die passende Toolchain erzeugen, mich selbst dort einarbeiten, die Jungs von dem jeweiligen Store von mir aus noch als Unterstützung holen und gewinne viel mehr, als wenn ich das mit Allzweckwaffen aller RDBMS bekämpfe. Weil die Welt ist anders geworden. Das hat sich alles komplett verlagert in Richtung User-Generated Content. Alles, was jetzt heutzutage passiert. Und da sind für mich auch die größten Chancen. Das heißt, die Unternehmen, jedes Unternehmen, jedes klassische wie Versicherung, Bank und so weiter, muss sich auch bewegen, muss sich auch auf den Markt, an den Markt anpassen. Sie müssen schnell reagieren auf Veränderungen. Wenn in irgendeinem Forum schlechte Meinung erzeugt wird, muss das natürlich frühzeitig erkannt werden und dagegen gehalten werden. Und beim besten Willen dürfen es nicht 10 Leute sein, die das jetzt überwachen, aktiv als Menschen, sondern das müssen Maschinen machen. Alles, was mit Analyse zu tun hat, ob das jetzt Realtime-Analyse ist oder ob das die Postfaktum-Analyse ist, alles, wo es darum geht, die Daten mal, naja, für eventuellen späteren Bedarf zu speichern, zu sichern, sie auch entsprechend zu archivieren. Also Archiving ist ein ganz großes Thema, welches kommt. Dafür kommen ja auch für riesige Unmengen von Technologien, kommen ja auch nur bestimmte Daten, kommen nur bestimmte Technologien in Frage. Und natürlich auch, naja, wie gesagt, alles, wo der Benutzer etwas einzugeben hat, worauf man keine Kontrolle mehr hat, wie das strukturiert ist. Blogs, Tweets, egal was. Das sind die Meinungserzeuger heutzutage. Das sind auch die Datengeneratoren heutzutage. Und das werden ja noch viel mehr werden. Und diese ganzen Foursquare und wie sie alle heißen. Der User erzeugt beliebige Daten, an die man auf jeden Fall heran möchte. Ob man sie analysiert oder ob man sie speichert, spielt dabei keine Rolle. Das sind so die Use Cases. Also primär, um das jetzt kurz zu halten, primär aus dem Bereich User-Generated Content. Ich bin bei Ian Robinson definitiv mit seiner Meinung, dass man Big Data nicht als The New Oil bezeichnen sollte. Definitiv. Es geht nicht darum, jetzt BI neu zu verpacken und wieder zu verkaufen, sondern es geht einfach darum, dass die Unternehmen in Zukunft, das ist dann die Antwort auf die Frage, die Unternehmen in Zukunft, je schneller sie auf die Datenänderungen, auf neue Daten reagieren können, umso mehr können sie aus ihrem Geschäft machen. Umso mehr Geschäft können sie auch generieren. Umso gezielter können sie auch werben. Umso gezielter können sie auch die Leute ansprechen, weil jeder ist heutzutage wählerisch. Es gibt Überangebot an Sachen. Und die Daten werden das entscheiden, wer dann am schnellsten darauf reagieren kann. Ha! Eine ganz gute Frage. Das macht einfach unglaublich viel Spaß. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, Entwickler sollten so nah wie möglich an der Maschine sein, in meinen Augen. Das heißt, mit diesen Technologien, und es geht nicht darum, dass sie noch roh sind, es geht einfach darum, wie sie mit der Maschine arbeiten, wie sie mit dem Speicher arbeiten. Der Programmierer bewegt sich wieder in den Bereich, wo er eins mit der Maschine wird quasi und kann alles aus ihr rausholen, was rauszuholen ist. Stattdessen sollten eben die Leute, die momentan halt in den Abstraktionsstufen 10 Ebenen drüber sind, die Maschine niemals sehen, sollen sie halt aufhören zu jammern, dass Hibernate nicht gut performt oder sonst noch was, sondern wirklich runtergehen und die Datenbank so nah wie möglich anzapfen und mit der arbeiten. Spaßfaktor enorm, wirklich enorm. Und das kommt auch nicht auf die Programmiersprache drauf an, die ist egal, die Technologie ist es.
ich lasse mich natürlich nicht in Flammenkriege jetzt reinziehen. Ich behaupte einfach, ORM hat sich ausgelebt, weil die Illusion, Datenbanktechnologie umzutauschen hinter den Kulissen, die tritt halt nicht ein. Und wenn man schon mal Oracle hat, dann sollte man halt wirklich so nativ wie möglich gegen Oracle sprechen, weil dann holt man alles daraus. Alles, was man braucht, alles mit der Performance, mit der diese Datenbank auch arbeiten kann. Und das ist auch egal, statt Oracle schreibt man XYZ hin. Jede Abstraktion, und das werde ich morgen in meinem Talk auch erwähnen, die kostet eigentlich nur noch das Leben mehrerer Bäume im brasilianischen Urwald.